Ja, nee, nee, ja, man, ich ist am Makela fahren wir durch Elend an, durch gefickte Wildpferde. Jo, ich hasse ehrlich gesagt, ich mag das echt gar nichts, Alter, ja. Aber anscheinend krieg ich echt nur hier Nachrichten von die Gummibärchen-Fans. Angeblich wurde Suna umgebracht oder gekillt oder abgestochen oder keine Ahnung, was da geil war. Tut mir einen Gefallen, Alter, ja. Also, liebe KKK-Fans, ja, mach mal diese scheiß Promo nicht hier und auf diese eklige Schwarz auf euren scheiß Instagram und diesen abgefuckten Fans, Alter, die ficken gerade echt meinen Kopf. Hast du Suda umgebracht? Hast du echt Suda umgekippt? Was geht ab? Ich weiß, viele fragen sich, ja, warum kommt der nicht mehr live, Ahmed, was los? Ich hab auf die Scheiße auch so keinen Bock mehr. Ja, auf jeden Fall, ich grüße jetzt alle hier zusammen. Ja, so eine kleine Ansage an die ganze Gummibärchen-Fans kam, Sub Bahmar. Ja, ich krieg andauernd hier auf Instagram Nachrichten. Hast du wirklich, ey, ich weiß ja nicht, was passiert ist jetzt. Anscheinend ist die, glaube ich, ein Fake News. Angeblich wurde, keine Ahnung, Suna irgendwie umgekillt oder umgebracht oder abgeschossen, keine Ahnung, was da gäbe was. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Ja, liebe Fans, ihr geht mir echt auf den Sack, ihr Gummibärchen, Alter. Holt euch eine kleine Teddybär, kuschelt schön mal und hört, keine Ahnung, was da gäbe was. Ja, und an die ganze KKK, Bahmar, tut mir einen Gefallen, Alter. Hört auf mit eurem Mitleid, schwarzen Blog da, was ihr auf Insta gemacht habt. Ja, braucht keine Angst, ich folge euch nicht, aber habt das jetzt durch die ganzen Markierungen bekommen und tralala und das und jenes. Also tut mir einen Gefallen. Ja, hört auf mit diesem verfuckten schwarzen Blog. Ja, okay. Wahrscheinlich ist AZ drin im Knast. Er ist doch nicht der Erste, der im Knast ist. Ja, anscheinend sind da viele im Knast. Wir haben Freunde, die sind schon seit 10 Jahren im Knast drin. Ja. Wünsche trotzdem AZ alles Gute, dass er inshallah vom Knast rauskommt. Das wünsche ich nicht meinen schlimmsten Feind, aber trotzdem muss er nicht gleich einen großen Drama machen. Allahu Alam, was es bedeutet, diese verfuckten schwarzen Block. Also liebe Fans, KMN, Fotzen, Kinder. Ja. Nerv mich nicht auf Instagram, ja, und habt nicht so diesen Mitleid, hast du ihn gebracht? Ihr kleinen Fotzen, Alter, ja. Hört euch auf jeden Fall eine kleine Teddy zum Kuscheln und hört euren verfuckten Musik und quatscht mich nicht voll und labert mich nicht voll mit so einem Scheiß, okay? Yalla, roch und tag, waiyidi fiken. Was ist jetzt los, Alter? Ja. So, wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Und wenn Suna abgestochen wurde, dann wurde abgestochen, was soll ich machen, aber ich glaube, das ist ein Fake News. Also ich war das nicht. Ja. Steht schon fest. Ja. Aber die Zeit kommt. Ja. Die hauen ja nicht ab. Auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht viel reden, nicht viel quatschen. Hier wird nur Tatsachen gesprochen. Und zwar, ja, liebe Fans, liebe KKK-Fans, so, ich glaube, deine Suna lebt, ja, der schwimmt irgendwo in einem kleinen See oder so, mit ein paar Ententeich oder so ähnliches, ja, tut mir einen Gefallen, nervt mich nicht. Und ja, bevor ich jetzt Schluss mache, ganz schnell, ich mache einen Gruß an alle
all die hier drin. Warte mal. So, Achla, Uatra, Uafjar Salamat, Shabab al-Taibin, Lebeit al-Zayn, Lebeit al-Umairat, Alman, Palästinier, Alman. Egal was, hier viele Grüße an euch. So. Ja, liebe Fans, auf jeden Fall, bitte tut mir einen Gefallen. Nerv mich nicht bei Instagram, weil mein Nachrichtenblock ist auf jeden Fall schon voll mit scheiß Nachrichten. Angeblich habe Suna umgebracht oder so. Ja, okay, auf jeden Fall. Schönen Abend noch wünsche ich euch, oder? Zitat Ende, Allah. Ayyadi Fikir Malaik.